Sag hier, mein Ei von der Mücke. Kalle, er ist ganz warm und dick. Guten Morgen erstmal. Erzähl dein Leid. Ich hab ein Ei. Wir waren den Tag doch in Lünen spazieren und dann hat der Ben so, ah, guck mal, was ist da? Da sticht mich was oder so oder hat mich was gestochen. Ich sehe nur Hände. Ja, weil du da sofort drauf gehalten hast, dann habe ich nichts gesehen. Oder irgendwie um den Boden gefallen mit Schmerzen. Etti, aber auf deinem Platz. Gorkan. Deine Gorka, bitte schön. Und jedenfalls ist das jetzt ein ganz, ganz dickes Ei bei Bernd. Wir haben gestern mit Fenistil und andere Salbe und Verband. Es ist schon ein bisschen besser geworden, ja, oder? Ich überlege, ob ich überhaupt die Cortisonsalbe holen soll. Ja, weil Bernd hat das schon oft gehabt, ne? So entzündete Stiche. Ja, bei manchen Stellen. Mit Stich die Und dann hat der Arzt ihm immer so eine Mückenstichsalbe verschrieben. Für Weicheier. Mit Cortison, aber die kann man auch ohne Rezept in der Apotheke holen. Wieso für Weicheier? Das ist echt voll dick und heiß geworden. Das sah aus wie... Ja, für weiches Gewebe. Wie... Aua. Wie Aua. Linke Seite ist kaputt. Stimmt, da hast du dir auch den Finger geschnitten. Ja, das sieht aus, ey, eklig. Die ganze Nacht immer so Hautfetzen hin und her. Macht denn da der Schmerz? Gar nichts mehr, aber halt voll eklig, weil ich kann den Nagel hochklappen. Lass es besser, nee. Lass ihn wieder festwachsen. Kann ich noch mal meinen Nagel mal sehen, wie ich den hochklappen kann? Nein. Was? Die wird mal eine ganz starke Frau. Trinken. Hier. Party machen. Oh. Und einen Schluck Kaffee für Energie. Voll gut drauf. Nee, das Messer kannst du leider noch nicht haben. Hier. Buttermilchbrot ist das, was ich selber gebacken habe, und Linsenaufstrich, den ich selber gemacht habe. Nächste Woche Samstag fahren wir ja schon. Am 9. fahren wir. Echt? Für Samstag. Heute ist schon Dienstag. Ja, wie viele Tage sind das? 10 Tage, bis wir in Urlaub fahren? Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Wenn das klappt mit dem Stromgenerator, dann. Und wir haben Fernseher, dann könnte der Kalle sogar, wenn das klappt alles, würde deine Playstation noch funktionieren ohne Internet? Ja, aber... Würdest du nicht spielen wollen? Doch, dann könnte ich immer noch auf 1, aber ich habe kein Lenkrad. Wir machen einfach unser Bett raus im Wohnwagen. Genau, machen sein Lenkrad dann rein und wir schlafen einfach unterm Auto. Da musst du gar nicht wollen, die lachen. Dann Playstation mitzunehmen? Ja. Ich meine, benutzt du die dann auch regelmäßig? Weil nicht so, dass wir die mitnehmen und dann 3 Monate, ach nee, da haben wir 4 Kilo Gewicht umsonst mitgenommen. Wir testen das ja erst, wir fahren ja nicht direkt 3 Monate los. Ne? Dann, ob er das auch benutzen würde, meine ach so. Playstation. Ja, ohne ja weil wir da kein WLAN haben, auch ja, könnte ich ja immer noch. Aber wir werden ja eh diese Antenne testen, diese ja. Internetantenne. Ich gehe immer vom Worst-Case aus und wenn wir Internet haben, ist ja immer super. Ja. Ich wollte jetzt hier mal unseren Schrank ein bisschen aufräumen. Das ist ja der Eckbert-Schrank hier bei uns im HWR. Der hat einen komischen Namen, ich weiß. Aber weil wir hier so viele Regale haben bei uns im HWR, haben wir uns angewöhnt, diesen Eckbert zu nennen. Einfach damit man weiß, welchen man meint, wenn man mal was sucht. So, ja, das ist im Eckbert-Schrank. Weil zum Beispiel, ich habe gerade was bei DM bestellt, obwohl ich ja eigentlich gar nicht mehr bei DM bestellen wollte oder brauchte, weil wir so viel Waschpulver, Shampoo, alles Mögliche haben. Bis wir auswandern, das müssen wir erstmal aufbrauchen. Aber so wie Windeln oder so, sowas brauchen wir natürlich noch. Deswegen habe ich bei DM bestellt und ich habe auch bestellt die. Weil ich dachte, habe ich nicht mehr. Habe ich aber noch. Egal, wir können die ja immer gebrauchen. Genau, und hier oben war so ein Korb. Den nehmen wir mit in den Ready, in unseren Wohnwagen, weil wir da ja auch so Körbe brauchen, wo wir Lebensmittel drin lagern können. Und ja, ich räume hier einfach so ein bisschen
auf. Wir haben ja hier auch von der Sandra so ein schönes Paket bekommen. Zum Beispiel diese Seife ist da drin. Und die packe ich jetzt alles aus, weil die Pappe kann natürlich weg. Hier ist noch mehr. Schaut mal, die hat uns so tolle Sachen geschickt. Hier Schrömmel, Balea-Shampoo. Hier Duschgel, Sonnenmilch. Ich habe manchmal so Wortfindungsstörungen, sorry. Aber die hat uns halt richtig tolle Sachen geschickt. Ich habe mich richtig sehr gefreut darüber. Da werden wir so noch lange was von haben. Guck mal, hier noch Seife mit Bernd und mir drauf und Livia. Ja, also vielen Dank nochmal auf jeden Fall. Und das räume ich jetzt halt hier ein und räume überhaupt ein bisschen auf. Weil hier ist auch die Hafermilch vom Kaufland. Das haben uns ja Bernds Eltern mitgebracht. 2 Pakete. Die trinke ich ja jeden Tag im Kaffee. Ungefähr, ja, ich würde sagen, 3 Tage komme ich mit 1 Liter aus. Und das räume ich jetzt alles hier ein. Hier räume ich auch ein bisschen auf. Dann haben wir wieder ganz viel mehr Platz und Luft. Und hier sowas zum Beispiel. Hier haben wir solche Soßen. Die haben wir mal im Angebot gekauft, aber die benutzen wir gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Müssen wir einmal gucken nach Livia. Die schläft. Ja, die schläft noch. Die benutzen wir gar nicht mehr so, weil wir ja, oder Bernd eher gesagt, seine Soße selber einkocht. Diese braune Bratensoße, die vegane. Aber die sind jetzt halt da. Naja, entweder brauchen wir die auf oder wir fragen mal in der Familie oder so, wer die gebrauchen kann. Guck, die sind noch bis April nächstes Jahr haltbar. Naja, ich räume mal ein bisschen auf und dann zeige ich euch mal, wie weit ich gekommen bin. Wer ist jetzt hier wach? Wer ist wach? Ja, genau. Ja. Ja, du bist wach. Du wolltest mir helfen, oder? Das ist ja super. Ich habe nochmal versucht, Einschlaf zu stillen, aber nichts zu machen. Nichts zu machen. Möchtest du hier deine Fingerpuppen haben? Die? Oh, die. Hallo, Livia. Wir hatten doch bei Primark diese Fingerpuppen geholt. Und ja, damit kannst du jetzt spielen, ne? Genau. Warte, ich mach dir eine Decke hier hin. Zip. Hopp, 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 hopp. Hier. Wow, hier ist noch eine Fingerpuppe. Heute läuft das richtig gut mit der Speicherkarte. Ist noch nicht einmal abgestürzt. Ich habe jetzt einen Zopf gemacht, weil meine Haare mich nerven, wenn ich hier so am Wuseln bin. Ich habe einiges geschafft, aber es sieht immer noch chaotisch aus, weil es ist einfach ja ein offenes System. Ne? Hier die dreckige Wäsche ignorieren, weil wenn die feucht ist, hänge ich die hier oben nur so drüber, dass es nicht Stockflecken gibt oder so. Deswegen hängt es über meinem Wäschesortiersystem. Ja, hier seht ihr jetzt unseren Vorratsschrank. Hier sind diese ganzen Fertigsuppen und Soßen, die habe ich jetzt hier sortiert. Dann hier sind alles Nudeln noch, die in kleinen Packungen sind. Hier sind alle Backzutaten, also wir können ordentlich noch backen. Miracoli-Verschnitt haben wir hier und hier sind diese China-Nudeln, die haben wir hier unten auch nochmal. Genau, die kann ich eigentlich rüberräumen, aber Bernd bringt nachher aus dem großen Lager noch Mehl mit, weil wir nur noch ein Mehl hier haben. Hier sind jetzt diese ganzen Hülsenfrüchte, genauso wie hier unten. Und da sind Dosen, Mais und Erbsen. Und dahinter, ich gehe da mal mit euch hin, da sind auch noch Bohnen. Ein Paket Hafermilch ist hier, das andere habe ich hier eingeräumt. Hier ist Mandelmilch, also das nehme ich immer für Kaffee, Haferdrink. Mandeldrink nehmen wir für Cornflakes und so. Hier haben wir ganz wichtig für den Vorrat. Genau, hier haben wir noch Erbsen, Senf,
Margarine, Apfelmus. Ich nehme immer die kleinen, weil ich bin die Einzige, die das hier isst. Und dann reichen mir ein, zwei Töpfchen. Ich esse das mit Kartoffeln und brauner Soße und Rotkohl und so. Ja, du spielst das super. Ja, sing du mal ein Lied. Hier haben wir Kokosmilch. Die brauche ich auch manchmal für meinen Curry zum Kochen. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Pultsoja habe ich bei DM mitgenommen, glaube ich, oder bestellt, weiß ich nicht. Aber habe ich noch nicht geschafft, leider. Hier sind noch so ein bisschen Peperoni und Knoblauchsoße. Genau, da haben wir hier das. Und hier kann ich euch jetzt schlecht zeigen, weil Livia davor sitzt. Ach, sie geht schon. Sie geht schon. Ich kann euch ja hier zeigen. Hier haben wir, da oben ist unser Sojaschnetzel. Wir haben einmal diese Schnitzel, dann haben wir Schnitzel und das ist gehacktes. Genau. Dann haben wir da grüne Sprühfarbe, weil wir mal Calvinos BMX grün sprühen wollten. Hier sind noch so Gästehandtücher. Das ist die Verpackung von der Manduka, die ich ja jetzt doch behalte. Also habe ich überlegt, die Verpackung wegzutun, weil sie nimmt einfach nur Platz weg. Hier sind die ganzen Yum-Yum-Suppen. Ja, hier habe ich gerade eine Kiste ausgeräumt mit Schuhcreme-Gedöns. Hier sind unsere Staubsauger-Dinger, Brotschneidemaschine, Getränke. Ja, kommst du auf den Arm, Livia? Komm her. Komm mal her. Komm hoch. Komm hoch. Ja, super. Komm hoch. Das ist voll praktisch, wenn die so hochkommt. Ja, dann kann ich dich gut auf den Arm nehmen, ne? Ja, genau. Super. Ach, hallo. Ja, ausgeschlafen. Ich drehe euch wieder um. Also, was haben wir hier? Hier ist unser Raclette, der Dampfgarer, die Thermoskanne, Fritteuse. Ja, sowas halt alles. Ne? Hier ist das eigentlich ein Brotkasten. Ich habe da Teelichter drin, die wir nicht benutzen. Aber ja, wenn man nach Ikea geht, muss man natürlich Teelichter nehmen. Und die machst. Machst du Läuse suchen oder willst du meine Haare einfach rausreißen? Weiß es nicht. Mehl haben wir da oben noch, hier, weil wir Brot selber backen und da ganz viel Kaffee, den wir in Holland gekauft haben. Waschmaschine, hier ist unsere Sauerstoffbleiche oder Waschsoda ist da drin. Zwei Eimer voll, weil wir so einen 25-Kilo-Sack bei Amazon mal bestellt haben. Hier sammle ich unsere Socken und dann, wenn der Korb voll ist, dann werden sie gepaart und eingeräumt in Kleiderschrank. So, hier ist jetzt nicht so viel passiert. Hier habe ich Seifen und sowas, alles Klopapier, alles was so Vorrat ist. Putzmittel, nochmal Klopapier, Bastelsachen da unten. Ja, dann machen wir hier zu. Wäscheständer räume ich mal rüber. Ich hatte gerade auch einmal die Ecken alle ausgesaugt. So. Also, dann geht es hier weiter. Schaut mal, hier haben wir auch jetzt ganz viel Platz noch drin. Wir haben halt total viele passierte Tomaten. Da oben sind auch noch sowas wie Yum-Yum, so Fertigsuppen. Das sind die vom Action. Kidneybohnen. Genau, und das ist diese braune Bratensoße, die Bernd selber einkocht. Die ist richtig lecker, gesund und praktisch. Wo möchtest du hin? Möchtest du runter? Dann geh runter. Ja, du kannst ja runter. Was möchtest du? Sollen wir den Schrank aufmachen? Guck mal hier, Livia. Dann kannst du hier ausräumen. Ja, was hast du denn? Was ist denn noch? Du willst, die will die Kamera haben. Du siehst dich da immer, ne? Und dann möchtest du die haben. Ja. Doch, du Maus. Das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Nein, 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 nein. Mm-mm. Warte, ich nehme dich wieder auf den Arm. Upsasa. So, dann erzähle ich euch weiter. Genau, hier haben wir noch Mehl, andere Sorten. Hier sind die Bohrmaschine und so vom Bernd. Dann haben wir hier unsere Schneidebrettchen. Und hier unten geht es weiter in die Fertigsuppen. Macht Bernd sich immer so ein Trockensuppengrün rein. Deswegen haben wir davon einiges auf Lager. Natürlich darf bei uns nicht fehlen Hela-Ketchup. Der steht immer bereit und genau, andere Sachen, hier sind noch Röstzwiebeln, sowas halt. Das ist halt so unser Vorrat, den wir immer hier haben. So, wir haben aber nicht nur aufgeräumt und umgeräumt, wir haben auch total viel aussortiert.
hier seht ihr jetzt Pappe, weil ich ja die ganzen großen Verpackungen wie die Milch eingeräumt habe. Und dann ist die Pappe übrig geblieben. Und die nimmt der Bernd mit zum Laden, weil der da die Papptonnen, ja, da kann er das halt reinpacken. So. Und hier geht's weiter. Haben wir eine Tüte für den Papa, die nimmt er mit. Die Kisten gehen alle in unseren Wohnwagen zum Sortieren. Da können wir halt Kleidung oder Lebensmittel oder was auch immer drin einräumen, dass es nicht hin und her schlackert. Und hier haben wir noch Einkaufstüten. Ein Sieb haben wir mitgenommen für das Abwasser, dass wir das sieben können. Warum bist du denn so unglücklich? Erzähl, was ist los? Das Abwasser sieben, weil wenn man jetzt, keine Ahnung, mal das Spülwasser, da sind ja schon mal Stücke mit drin oder so, damit das nicht die Rohre verstopft. Ja, jetzt ist wieder gut. Möchtest du da im Wintergarten ein bisschen spielen? Hm? Ja, dann komm. Warte. Hab, ja? Auch nicht. Bist aber ganz unzufrieden heute, hm? Was ist denn los, mein Schatz? Oh, ja, was ist los? Wir müssen mal wieder eine kleine Tanzeinlage einlegen. Hallo. Da, 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 to say hello. Genau, und das ist jetzt die Manduka trage. Und damit trage ich Livia lieber auf dem Rücken als mit der Bondolino. Weil ich dann die Gurte nachzogen kann. Einfacher. Ja, genau, wir machen jetzt den Haushalt weiter. Das war etwas schwierig gerade. Die Maus ist unglaublich müde. Ja, ich glaube, Bernd hat euch ein Video gemacht für den Weißkohl, den der Krautsalat, den er immer einlegt, der auch in unserem Kochbuch sein wird. Ich werde euch das Video mal eben einblenden. Hallo, heute gibt es wieder lecker Krautsalat. Den habe ich gestern eingelegt, wollte euch mal zeigen. Und einen kleinen Eimer hier und der riecht so geil. Könnte ich direkt mich reinlegen. Oh, habe ich hier die Gläser schon mal, die ich jetzt auskoche, habe ich Essig reingemacht, ein bisschen mit kochendem Wasser jetzt übergieße, damit sie so ein bisschen keimfreier werden. Und dann fülle ich gleich alles ab. Und dann haben wir den nächsten Wochen lecker Krautsalat. Hm? Rein, nochmal neu aufkochen und dann, ja, zeige ich euch gleich mal die Ausbeute. Das Rezept findet ihr auch im Kochbuch von uns, das kommt ja jetzt bald endlich, sind wir soweit, jetzt haben wir jetzt alle soweit durchgekocht und dann mit dem Michaela euch erzählen, wenn wir das Kochbuch dann in Produktion bzw. als PDF. Wir werden wahrscheinlich beides machen. Teil werden wir im Printmedium und den Rest dann im PDF. Je nachdem wollen wir dann gucken, wo wir sind, wie wir es verschicken können. Entweder so oder so. Aber es wird auf jeden Fall beides geben. Wie wir es dann machen, wird die Michaela euch auch erzählen. So, ich fülle jetzt fleißig ab in den kleinen Behältern. Hier habe ich schon ein paar saubere. Hier ist unser Disco-Wasserkocher. Und dann zeige ich euch dann nachher mal, wie viele Gläser das geworden sind. So, Küche ist versaut, alles schön vollgemuggelt, aber alles leer. Alles abgefüllt und da steht die Ausbeute 1, 2, 3, 4, 5 kleine Gläser, 5 große und 2 ganz große für den riesen Hunger.
eingeschlafen ist. Sehe ich gerade nicht. Hier habe ich einen Spiegel. Deswegen bin ich jetzt hier hingegangen. Dann, genau, sie schläft. Und jetzt möchte ich, da ist so ein Ding hinten umgeklappt, was ich jetzt feststecken möchte über den Kopf. Mal gucken, ob ich das hinkriege jetzt hier. Das hier. Ich krieg's nicht. Dann kann ich mich halt aufrichten mit dem Körper und muss nicht rumlaufen, als hätte ich einen Buckel. Deswegen. Was so laut ist, das sind die ungarischen Nachrichten. Ich höre immer ungarisches Radio. So, jetzt. Ja. Genau. Dann kann ich das nämlich hier einklicken. Scheiße. Ich habe das halt auch noch nicht so oft gemacht. Halt fest, aber die Nase ist frei. Das ist immer die Sorge aller. Die Nase ist frei. Und Mund auch. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr seht das. Es ist alles frei, aber der Kopf ist halt fest. Und dann kann ich halt jetzt meine Hausarbeit machen und muss mich nicht so gebückt laufen. Luxus. Und die Maus schläft. Boah, cool. So über Susi beschwert, aber ich nehme jetzt alles zurück. Unser Saugwischroboter, der war ja so doof, den ich da als letztes geholt habe. Und was der mir an Arbeit abgenommen hat, ist ja Wahnsinn. Ich habe jetzt gesaugt und gewischt, aber nur so grob, also nicht ordentlich. Weil ich ja auch Livia hinten drin habe, habe ich das nur mit diesem Mop hier gemacht. Richtig ordentlich würde ich das auf dem Boden machen. Das ging jetzt gerade nicht. Ja. Und ja, wenn man das halt selber macht, so wie jetzt oder wie die meisten halt, nicht mit einem Saugwischroboter, dann fängt das auch wieder an, was ich früher immer gehasst habe, als ich das selber gemacht habe. Man sagt dann immer, pass auf, krümmel nicht so rum, ne, so, dann, weil dann muss man ja natürlich umso öfter saugen und wischen. Und so habe ich halt ein, zwei Mal am Tag einfach den Roboter laufen lassen und es war immer alles super. Also, Leute, was habe ich getan? Es kommt ein neuer Saugwischroboter, natürlich. Ich habe es jetzt halt gemacht, einmal so grob, aber jeden Tag meine Zeit damit zu verschwenden, in Anführungsstrichen. Weil guck, jetzt schläft sie so schön in der Trage. Ich könnte so viel machen. Ich habe auch voll viel gemacht jetzt. Aber diese halbe Stunde, Stunde, ich habe jetzt nur unten grob gemacht, so. Nein, also ist schon gut. Wir brauchen einen Saugwischroboter und dann ist das weg. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das macht.
Gestern hatte ich euch erzählt, oder wir hatten euch erzählt, dass wir ja wegen dem Auswandern ein Umzugsunternehmen suchen. Und wir hatten schon mal einen Kostenvoranschlag bekommen und das war günstiger als der Umzug hier innerhalb von einem Ort, was wir letztes Jahr bezahlt haben. Aber wir wollten uns natürlich nicht auf ein Umzugsunternehmen von Deutschland nach Ungarn beschränken. Deswegen hat Bernd jetzt endlich, das wollte er seit Tagen, Wochen schon, Informationen sammeln und hat dann einen angerufen, ein Umzugsunternehmen aus Ungarn. Und das ist noch günstiger, das ist auch versichert alles, also wenn etwas passiert mit den Sachen, alles versichert, also sollten die jetzt zum Beispiel einen Unfall haben oder so und alles ist kaputt oder geklaut oder so, das ist halt ein ganz normales Unternehmen, die auch Versicherung haben, wo es auch eine Rechnung gibt und so und die haben dann so, was weiß ich, Betriebshaftpflicht oder so. Das ist jetzt nicht irgendwie so Leute, die einfach sagen, komm, ich fahre dir das für 1000 Euro rüber oder so. Ne? Das ist halt eine richtige Firma mit LKW, die würden kommen mit einem Fahrer und drei Menschen, Packern, die hier halt auch helfen. Sieht man jetzt meinen Speckbauch? Nein. Und die würden die Küche abbauen, alles runtertragen. Die bringen so eine Hebebühne mit, einen großen LKW, sogar 5 Tonnen, glaube ich. Und jetzt sollen wir halt alles fotografieren und aufschreiben, was wir haben, dann nach Ungarn halt schicken, also per E-Mail natürlich oder WhatsApp oder so, nicht jetzt per Post. Und die würden dann ausrechnen, genau was das kostet. Und Termin würde reichen 4 Wochen vorher. Und das ist schon mal richtig gut. Ich meine, das ist natürlich trotzdem viel Geld, was man da bezahlen muss wieder dafür, dass wir jetzt so kurz nur hier gewohnt haben. Aber ich hoffe, dass das der letzte Umzug ist jetzt, dass danach endlich Ruhe ist. Und ich misste so viel aus, ne? Also als wir hier hingezogen sind, das ist ja jetzt ein Jahr her, habe ich schon ganz viel ausgemistet, aber noch viel auch behalten. Und jetzt miste ich nochmal aus und ganz viel packe ich weg und denke mir einfach, du brauchst es einfach nicht. Es steht nur rum, man braucht es nicht. Also ich löse mich zurzeit ganz viel durch, so weiß ich nicht, das Minimalisieren, also alles einfach, was man nicht, also was ich jetzt ein Jahr nicht entweder bewundert habe, weil es schön ist oder nicht gebraucht habe, weil ich es nicht benutzt habe, das kommt jetzt alles weg. Trödelmarkt, wegschmeißen, verschenken, Diakonie, eBay Kleinanzeigen, alles Mögliche. Das, also man schleppt es immer nur von Haus zu Haus, Wohnung zu Wohnung und nur um es zu lagern. Ich habe die Schnauze voll davon. Ich will frei sein. Also ich will einfach, ja, einfach frei sein und mich lösen von diesem ganzen Schrott in meinen Augen. Das ist einfach nur Schrott. So, hier habe ich euch ja gerade gezeigt, dass hier die Tüte ist, die der Bernd nachher mitnimmt. Da ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, diese Lampe. Die, ja, die macht schönes Licht, die ist ganz toll, aber die steht jetzt halt im HWR seit Monaten, weil wir keine Glühbirne dafür haben. Also kommt sie jetzt weg. Dieses Teil, wir haben ja den Kühlschrank, der Eiswürfel auch macht. Und wenn man das mal nicht nutzen sollte, dann kann man dieses Fach da reinmachen. Aber seitdem wir den Kühlschrank haben, nutzen wir das Eiswürfelfach. Also kommt es jetzt weg. Die Babyvita Anfangsmilch brauche ich nicht. Die hat der Bernd geholt, falls es mit dem Stillen nicht klappt. Ich brauche es nicht. Hier, diese Dose, die haben wir vom Trödel, nicht vom Trödel, die stand auf so einem Glascontainer hier, im Altglas, haben wir mitgenommen, fanden wir schön. Aber ich brauche sie einfach nicht. Jetzt habe ich schon so Waschpads, Waschmaschinenpads, Ariel, da drin gehabt, um irgendwas mit dieser Schale zu machen. Aber ich brauche sie einfach nicht. Also kommt sie weg. Ich habe mich auch schon geärgert über diese Bilderrahmen, die wir gekauft haben. Als wir hier eingezogen sind, haben wir viele Bilderrahmen, also was heißt viele, ein paar Bilderrahmen gekauft und haben Bilder aufgehangen. Ich finde es auch echt schön. Und am Anfang, als die neu waren, hat man sich auch ab und zu mal hingestellt und sich die Bilder angeguckt. Aber im Alltag sehe ich die nie. Man läuft immer nur dran vorbei und das war's. Also eigentlich ist es auch nur Ballast. So. Die einzigen Bilder, die hier in der Wohnung bewundert werden, sind diese. Und zwar von Livia. Da sind halt ja Smurfy und wir. Da sind so Karikaturen. Das haben wir mal von uns in Ägypten malen lassen und ja, sowas guckt Livia halt an, aber ansonsten, also wir haben so viel Schrott und wir haben schon so minimalisiert, aber immer wenn ich hier durchlaufe, könnte ich wieder so zack und das geht weg und das, das braucht man alles nicht, alles weg, weg und der Bernd kriegt immer dann die Krise, der also verpackt das ja dann am Laden, da
wo dann halt der Trödel auch sein wird, dann geht das alles dahin. Und dann, wenn ich dann zum Beispiel gestern war ich am Laden und dann sehe ich, hat er das wieder rausgeholt und das wieder rausgeholt und dann kriege ich wieder die Krise. Ich will alles weg. Guck mal, ne, jetzt müssen wir so einen 5,5-Tonner oder wie das heißt, bezahlen, dass der unseren Schrott nach Ungarn fährt. Wenn wir aber nur einen 3,5-Tonner brauchen, wäre doch wahrscheinlich günstiger. Ne? So sehe ich das. Auch eingeladen. Boah, ich habe voll viel geschafft jetzt, wo die so schön hinten geschlafen hat in der Trage. So gut hat sie noch nie in dieser Trage geschlafen, da hinten. So süß. Ich weiß nicht, seht ihr sie denn? Das ist so süß. Wie sie so den Kopf festgehalten hat. Voll mega. Ich freue mich. Die Maus ist jetzt wach geworden in der Trage und ich habe sie dann wieder einschlafgestillt. Und es hat sogar geklappt. Und während ich halt gestillt habe, habe ich dann am Handy auf Facebook geguckt, weil ich hatte doch gestern eine Frage gestellt in unserer Facebook-Gruppe Deutschsprachige in Ungarn Freunde finden. Da hatte ich ja gefragt, wer hat Interesse, uns zu treffen, wenn wir wieder in Ungarn sind in 2 Wochen. Und da haben jetzt voll viele geantwortet und hier habe ich mir ganz Kommentare durchgelesen. Einige hatten Vorschläge gemacht für Restaurants um den Balaton rum. Da habe ich dann halt gegoogelt, wo sind die, weil ich kenne ja jetzt auch nicht alle Orte, wo die sind. Und dann habe ich mir die Restaurants angeguckt und so, weil da müssen wir da ja auch wieder einen Tisch reservieren. Letztes Mal hatten wir ja gesagt, wir wissen nicht, wie viele kommen und hatten so 10 vielleicht oder 20 kommen. Und ich glaube, wir waren insgesamt 30, 40 Menschen, also es war doch recht gefragt, so einen deutschsprachigen Stammtisch in Ungarn und seitdem hat sich aber kein Treffen, soweit ich weiß, mehr selber organisiert und deswegen habe ich gedacht, wenn wir jetzt da sind, dann nehmen wir das wieder in Angriff, weil das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen und ja, nur an einem anderen Ort, damit diesmal auch viele andere, also weil Ungarn ist ja groß. Und sag ich mal, wenn man jetzt 100 Kilometer in die andere Richtung geht, dann können auch ein paar von noch weiter von der anderen Richtung dahin kommen. Dann haben die es nicht so weit. Habe ich gedacht, dass man das einfach so ein bisschen, ja, mal die Orte wechselt und auch für die Restaurants, dass man nicht immer dasselbe Restaurant nimmt, weil dem einen gefällt dies, dem anderen gefällt das. Man kann es halt immer nicht allen recht machen. Ne? Natürlich, die einen sagen, lass uns erst um 9 treffen, die anderen sagen, lass lieber 15 Uhr. Also wir versuchen halt so einen Mittelweg. Und natürlich muss es auch für uns passen. Letztes Mal hatten wir 19 Uhr gesagt und das war auf jeden Fall zu spät, weil halt Livia auch ins Bett musste und so. Aber man muss halt auch erst reinkommen. Ne? Wir wachsen mit unseren Aufgaben. So, ich mache jetzt hier Essen. Ich habe Gyros vorbereitet, also das ist veganes Gyros. Ne? Nicht, dass hier jemand denkt, das ist Fleisch. Das wird halt jetzt hier gebraten. Hier ist Reis und ich hatte Tzatziki gemacht. Der ist hier, genau. Bernd macht schon die Liste gerade für unseren Umzug. Hat auch gefragt, was für eine Marke ist unser Kühlschrank und so, weil dann können die sich halt, also dann weiß man ja, wie viel Kilo das ist und so. Das sucht er gerade alles raus. Das macht der und ja, läuft, Leute. Boah, ich bin so aufgeregt, ne? Und ich freue mich so, wenn wir wirklich auswandern, weil wir ja eigentlich jetzt noch so 8 Jahre oder so hier bleiben würden. Dass jetzt so, dass es so früh jetzt doch klappt, ist der Wahnsinn, oder? Es ist wirklich der Wahnsinn, wie die Fügung das alles so gefügt hat. Die Karte eigentlich schon da? Ja, nein. Aber was anderes hat der Papa mitgebracht. Mückenstich. Was, Mückenstich, zeig mal dein das Ding. Das geht schon wieder. Ja. Okay, ist noch ein bisschen warm, aber es geht. Aber schaut mal, was er mitgebracht hat. Ja. Geil, oder? Und der ist sogar mit Absaugstation. Ja, du freust dich. Du magst die auch, ne? Ist das nicht cool? Wir dürfen den testen. Ich glaube, unser ganzes Desaster mit diesen ganzen Saugwischrobotoren wurde erhört. Und wir dürfen den Roy-Me testen. Sollen wir den dann auch Roy nennen? Nein, Roy heißt der Mann von Marty. Ach so. Sorry. Und dann mit dem Mob.
Mob. Wir überlegen uns einen Namen. Wir laden den jetzt auf. Genau, macht mal Vorschläge in die Kommentare, wie unser neuer Saugwischroboter heißt. Und der ist jetzt hier, glaube ich, mit der scannt nachher den Raum. Aber der muss jetzt halt erstmal aufladen. Ich finde diese Absaugstation mega cool. Ich bin richtig gespannt. Aber ja, wir lesen uns da rein, wenn wir gleich gegessen haben. Und dann, ja, zeigen wir euch das und erklären euch das und erklären uns das. Und dann darf der hier sofort loslegen. Ja, ich freue mich so sehr. Ja, das war echt ekelig, wenn das nicht jeden Tag gereinigt wird. Mega. Ja, er hat jetzt schon Kong gehört. Jetzt will er den auch haben. Den oder die Leckmatte? Oder beides? Oder die Schlange? Oh, weiß nicht. Wir nehmen die Leckmatte. Die hat er noch nicht so oft gehabt wie den Kong. Oh mein Gott, ich will nicht, dass das klemmt hier, das Porzellan. So. Genau, das hat er einmal angebissen, aber die ist auch recht cool. Gibt es bei Amazon. Einfach mal Leckmatte eingeben. Und dann kann man das so schmieren. Ich hätte, glaube ich, die Zunge kaputt, wenn ich das... Wir haben auch keine Beagle-Zunge. Ihm ist das egal, er wird die Zunge abschneiden, um das zu essen. Er wird die Zunge mit erstmal in der Kante. Genau. Es gibt übrigens auch Krautsalat dabei. Haben wir ja schon gezeigt. Ja, stimmt, aber... Mit Finger. Mit Finger. Irgendwo ist Bernds halber Finger drin. Egal. So, das. Dann haben wir hier Tzatziki. Zack. Das ist lecker, oder? Lass dir schmecken. Möchtest du eine Zwiebel haben? Nee, soll ich eine holen? Das wäre toll. Daher wehte der Wind. So, noch eine Zwiebel. Soll ich die schälen? Soll ich online gleich eben Sperrmüll bestellen für hier und für den Laden? Ja, ein bisschen was haben wir. Und da wir dieses Jahr und nächstes Jahr Sperrmüll frei haben, können wir ja jetzt einen Termin machen und für nächstes Jahr noch einen Termin. Die Maus schläft schon seit 2,5 Stunden. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, guten Hunger. Wir haben schon die nächste To-Do-Liste wieder angefangen. Und zwar brauchen wir Apostillen auf unseren Geburtsurkunden. Ja. Hm? Ich habe jetzt hier ein Dokument, Bezirksregierung Münster, Dezember 21, ja. Bla bla bla. Beglaubigung von öffentlichen Urkunden für Auslandszwecke. Ja. Kannst du Anlagen halt, so viele Urkunden beifügen, wie du möchtest. Ach, kannst du online dann sehr kommen. Geehrte Damen und Herren, das musst du im Original rüberschicken. Mhm. Es wird gebeten, beiliegende Urkunden zu apostillieren, zu beglaubigen. Das Dokument wird in zur Vorlage bei Behörden innen und dann musst du halt die Bezeichnung des Staates. Ach so, das wissen wir ja noch gar nicht, welches Land. Ich schicke dir das mal als PDF, dann haben wir das schon mal. Danke. Weil es haben jetzt schon mehrere Auswanderer gesagt, dass man, solange man noch in Deutschland ist, unbedingt alle Urkunden, also Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, alles Mögliche, eine Apostille drauf machen soll, weil das hinterher sehr, sehr schwierig sein soll, wenn man schon im Ausland ist. Da muss man halt meistens noch mal hier hin, nach Deutschland. Das möchten wir vermeiden. Wolltest du da mal anrufen und fragen? Ich rufe da an. Ich schicke dir einen Link. Okay, schick mir einen Link. Ich habe jetzt keine gefunden. Ja, ich rufe da morgen Vormittag an. Genau, und dann wollen wir das wenigstens für unsere Dokumente schon mal machen. Calvino wird nicht gehen, weil der hat ja eine britische Geburtsurkunde. Ja, was man hat, das hat man. Und deswegen wollten wir das erledigen. Und weil das wirklich, haben wirklich schon mehrere gesagt. Und ich weiß nicht, wofür man das brauchen könnte, aber egal. Das war jetzt die Absaugstation, ja, die so laut war, ne? Weil ich glaube, ich habe den Fall schon da reingemacht. Ja, kann man passieren. Da ist ein sauberer Poppes. Ah ja. Bernd macht gerade die App, installiert er gerade und so. Und in dieser Station ist ein Beutel drin, der macht für 30 Tage, reicht der, um den Staub halt aus dem
Roboter rauszuholen und der macht die Pilze und so. Da ist so ein Zeug drin, dass die Pilze getötet werden. Und ja, dass es halt nicht müffelt dann, wenn das euch da den Müll rausholt, den Staub. Voll cool. Etty, du willst jetzt spielen? Etty möchte jetzt spielen, liebe ihr. Oh. Ja. Ach, du auch? Du willst auch mitspielen, ne? So, ich gucke jetzt nämlich gerade nochmal Details. Also, genau, der hat nämlich 5200 mAh und der Akku hält 210 Minuten lang. Also 250 Quadratmeter kann der reinigen. Moin, ich hole dich jetzt, ich weiß nicht. Und ich wollte noch irgendwas sagen, was ich cool fand. Achso, der hatte nämlich, war schon... Sorry für Ritze. Poporitzer. Der war schon aufgeladen. Sorry für Poporitzer. So, Bernd hat jetzt Wasser reingemacht und einen Tropfen Spülmittel. Ein Tropfen Liebe. Liebe auch. Ja, dann starte mal. Also, der 2700 PA Saugleistung. Ich habe dir das Handy gegeben. Ja. Achso, und? Weil du zu mir sagst, starte mal. Ne, achso, ich muss den jetzt hier mit ja, starten. Ja, muss den, dass der die Karte die App. Achso. Reinigung starten oder was müssen wir jetzt machen? Bereich. Aua, Livia. Ich mache jetzt einfach Reinigung starten. Ja. Und dann scannt er wohl so den Raum. Bin mir aber auch nicht sicher, ob der eine Karte hier, ganze Landkarte. Ja, das hat er schon gescannt hier. Dann schauen wir mal. Der hat Angst, der hat doch keine Angst. Er kennt das doch. Ja, Etty, du willst jetzt spielen. Er ist nicht so laut. Also, genau, der hat nämlich. Der hat so Laser oder so. Siehst du, wie der das ausstrahlt? Ja, das ist schon deutlich. Lass mal weggehen. Ne? Ja, wir gehen mal weg. Wir lassen den mal machen. Wir trinken mal unseren Käffchen. Also, nachdem wir jetzt so viele Staubsauger-Saugwischrobotoren getestet haben. Livia, komm her. Komm mal her. Ja. Sie muss sich hinstellen. Glaube ich oder erlaube ich mir ein erstes Urteil? Ich denke mal, es ist irgendwas, aber die macht einfach so die Geräusche, hat Spaß. Und ich denke mal, wer weiß, was ist. So, jedenfalls, dieser Stuhl. Da sind bis jetzt alle Saugwischrobotoren oder nur Saugrobotoren dran gescheitert. Weil immer diese Kante da, die ist so, ja, vielleicht 2 cm, 1,5, 2 cm, da sind die immer draufgefahren und hängen geblieben. Und das immer wieder, immer wieder. Und jetzt gerade, ich hab ihn extra gelassen. Ich bin schon von diesem Geräusch, das macht dann so Nio-Klack, Nio-Klack, Nio-Klack macht das, ne? Dann kriege ich schon so einen Halt, so, kennt ihr, so ein Hassgefühl, so, boah, wieder dieses Geräusch, der hat sich wieder festgefahren. Aber ich bin hartnäckig geblieben und habe ihn gelassen. Und das ist dann so, war jetzt eine Sache von 5 Minuten. Und jetzt fährt er da immer drumherum. Ist das nicht der Wahnsinn? Und ich glaube, in der App sehe ich das jetzt sogar. Warte, dass da ein Hindernis ist, könnte sein. Wir schauen mal. Man sieht tatsächlich, wo er sich immer verfahren hat. Seht ihr da? Livia, hör mal auf zu wackeln. Das da, also er fährt immer schöne gerade Linien, außer da, wo der Stuhl war. Oh, Livia, warte. Sie hat Hunger, deswegen hat sie jetzt so gequetscht. Also der fährt die ganze Zeit gerade Linien hin und her, her und hin. Der scannt den Raum und macht das wirklich super. Aber wenn so ein Hindernis ist, dann fährt er da 12-mal drüber. Aber dann hat er es raus. Dann weiß er, da ist nicht so gut. Da bleibe ich stecken. Klasse. Ja, der Plan ist, dass ich jetzt mit Livia und Smurfy zum Laden gehe, zu Bernd. Dass wir da einfach ein bisschen Zeit verbringen. Und in der Zeit soll Bounty, so heißt unser Roboter, hier ordentlich saugen und wischen. Und wenn wir wiederkommen, dann müsste ja alles ordentlich sein. Princess of the Erbsen. Hui! Hui! Hui!
Ich glaub's nicht, ey. Rückwärts eingeparkt. Also 12 Sekunden dauert das, dass der das absaugt. Jetzt gucken wir da mal rein. Ah ja, hier ist der Beutel. Da sind auch noch 2 Ersatzbeutel mit dabei. Wir gucken jetzt mal da rein. Guck mal, hier ist so ein Messer. Geil. Das ist richtig cool für die Haare. Da, wenn ihr an den Rollen hier von dem Saugroboter verheddern sich die Haare, dann kann man die damit aufschneiden. Und da sind halt auch noch 2 Ersatzbeutel bei. Und die halten, wie gesagt, 1 Monat. Ne? Ich finde es mega. Richtig cool. Ich freue mich richtig darüber. Und der hat sofort diese Station gefunden. Die anderen, die wir hatten, die sind immer wie irre rumgefahren, haben gesucht. Dann waren die in der Küche, haben gesucht, dann im Badezimmer und so. Und der ist direkt zack zur Station gefahren. Und wir gehen jetzt zum Papa. Ja? Genau. Achso, ich wollte noch sagen, ich habe in der Infobox einen Link zu diesem Staubsauger. Der geht nach Kaufland. Und dann ist der rabattiert mit diesem Code. Wartet mal eben. Ja, komm mal her. Morning House. Also, mit diesem Code geht's nach Kaufland und dann ist da ein Rabatt drauf zusammen. Mit diesem Rabatt kostet es 419 Euro. Ihr müsst keinen Code mehr eingeben. Da ist schon runtergesetzt dann mit diesem Code nach Kaufland. Genau, also es geht nicht zu irgendeinem Shop nach irgendwo, wohin auch immer, in welches Land, sondern Kaufland. Ein Shop, den wahrscheinlich jeder kennt. Hallo, Frau Maus. Ja, komm mal hier. Bei mir. Komm. Ja, komm. Willst du nicht? Nein, du willst in Ruhe da stehen. Okay. Der Papa. Genau. Also, wie ihr seht, ich bin schon beim Papa am Laden und der Sauger hat ja zu Ende gesaugt und gewischt. Und das ist aber bei uns so, da wo Livia ist und wo wir kochen und selber auch essen, also nicht nur Livia, ist es immer sehr verdreckt. Und da war so eingetrocknetes, also könnte man noch 3-mal wischen. Und jetzt habe ich geguckt in der App, weil der Sauger ist ja auf die Station gefahren und schaut mal, was man hier machen kann. Das ist richtig, richtig cool. Also hier ist jetzt die ganze Landkarte, unsere Wohnung, Erdgeschoss. Er ist der Boss. Und jetzt kann ich hier Partitionierung, also der ist jetzt in Raum 1, Raum 2 und hier ist Raum 3, der HWR, aufgeteilt. Ich kann aber auch nur einen Bereich machen. Schaut mal, dieses Kästchen kann ich jetzt bewegen. Hier ist der Tisch. So. Und dann kann ich das hier so, wo ich das halt möchte, hinziehen, vergrößern, wie auch immer. Und dann saugt und wischt er mir jetzt nochmal extra nur diesen Bereich. Hier, Batterie ist wieder 81%, Reinigung starten. Dann schauen wir doch mal, was er jetzt sagt. Ich sehe ihn ja da in der Ecke. Ist das nicht cool, weil der halt über WLAN verbunden ist? Ja, da ist ja sogar der Smurfy begeistert. Ja, der ist voll begeistert. Der will da runter und fressen. Und ich bin ganz gespannt, ob er das jetzt wirklich macht. Weil ich kann den ja jetzt hier immer beobachten, wo der hinfährt. Ist ja unglaublich.
Sie sagt, Mama? Ja? Ich habe eine Mütze. Sie liebt Papas Mütze zum Spielen. Alles von Papa zum Spielen. Ja. Pause, Reinigung. Na gut, er ist noch nicht losgefahren. Doch, jetzt ist er losgefahren. Er macht sich auf den Weg. Bounty. Ist das mega. Die kommt. Ja, Livia kommt. Sie nicht, man hört sie nur. Patsch, patsch, patsch. Ja. Mama, 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 ich bin da. Tritt mir nicht auf den Kopf. Ich bin hier nicht auf den Kopf getreten. Das will ich niemals tun. Komm her, sie wollte auch gucken hier. Du wolltest gucken, wie Bounty fährt, ne? Wir sind wieder zu Hause und da steht Reutni auf der Station ganz brav und ist schon wieder geladen. Wahnsinn! Und ich zeige euch jetzt, schaut euch mal den Boden an. Seht ihr das, wie sich das spiegelt? Also der hat jetzt hier den Bereich zweimal gesaugt und gewischt, weil halt da, wo Livia ist, natürlich so getrocknetes irgendwas schon mal da ist. Ne? Und das ist wirklich hardcore zu reinigen. Livia, geht's denn? Aber der Reutni, Yves Plus, hat das super gemeistert. Ich kann es nicht glauben. Also das ist jetzt wirklich mit der teuerste. Also 419 Euro für so ein Ding ist echt viel Geld, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn das Ergebnis so ist, ich gehe jetzt mit euch dahin, wo Livia ist. Und schaut mal, es ist wirklich... Okay, hier ist noch ein gekrusteter Ding. Gekrustetes Ding, aber das hier ist eine Macke in der Fliese. Jasmurphy ist kein Lecker. Der hat echt 1A gereinigt. Ja, also meine Speicherkarte ist übrigens, glaube ich, mittlerweile bei Bernd im Laden angekommen. Es ist immer noch die alte. Ich hoffe, dass ich morgen mit der neuen filmen kann. Und ja, ich würde den Vlog jetzt hier beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!